Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Die Sarina hat gesagt, ich soll endlich mal meine Frisur machen, damit ich aussehe wie der Hannes, weil der Hannes hat die bessere Frisur. Da gibt es einen einfachen Tipp, und zwar nehmt ihr da einfach diese Spritzflasche, dann macht ihr diesen hier. So, und dann ist gar nichts in der Frisur drin, aber wenn man die dann hinter macht, dann sieht man ja gar nicht mehr, dass man Haare hat und exklusiv, dass man wieder aussieht wie in den anderen Videos. Setzt ihr euch einfach wieder das Cappy auf und dann würde ich sagen, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams der Dicke. Wir haben wieder was vorbereitet, wir haben Maß getestet, wir haben die Schneemaß getestet, wir haben die Gossenmaß getestet. Ich darf es nicht aussprechen, der Hannes muss es immer sagen. Die Gossenmaß, die Gassenmaus haben wir getestet. Und wir haben schon wieder Bierkrüge gesponsert bekommen vom Ice Scorpions. Wir werfen die immer weg nach dem Video und er hat uns schon wieder zwei neue geschickt. Ja. Die packen wir jetzt erstmal aus. Ein Liter Maß. Und euer Vorschlag, Zuschauerwunsch, war diesmal, probier doch mal die Odelmaß. Die Odelmaß. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Weißt du es noch, wer es gesagt hat? Nein. Gut. Das weiß ich leider auch nicht mehr. Wenn ihr wisst, wer es gesagt hat, schreibt es mal in die Kommentare. Denn nach der Schneemaß und der Gossenmaus kam dann jetzt die Odel. Und die Odel ist eigentlich eine Variante der Gossenmaus. Ach, hör doch auf, jetzt wird es doch lächerlich. Das ist nämlich eine Variante, da müsst ihr ein Schwarzbier einfüllen, dann ein Cognac eigentlich, ein paar Stammball, dann füllt ihr auf mit Cola und am Ende noch für die Farbgebung des Schaumes kommt da Kirschlikör drauf. Das ist die Gossenmaus, also das ist die Odelmaus. Die Gossenmaus gewesen, die Gassenmaus, das so. Und was bei der Odelmaus anders ist, bei der Odelmaus, sag immer, du musst es länger ziehen. Das zeigen wir euch jetzt. Zuerst haben wir uns natürlich wieder Schwarzbier besorgt. Nachdem es beim letzten Mal das schöne bayerische Kaiser... König Ludwig. Kaiser, König. Kann man ja beides sein, oder was? Ja, freilich. Der Kaiser und der König, dasselbe. Ja, das der König ist immer gut. Haben wir auf jeden Fall, wir waren nämlich im Netto und im Netto gab es kein einziges Schwarzbier außer das. Und das ist Pressnack. Passt zu dem, was dann in das Glas später reinkommt, Presssack, gibt es Pressnack Bier. Das fällt mir jetzt erst auf. Der Pressnack, das ist ein, was ist denn das? Tschechisch ist anscheinend. Auf jeden Fall sieht er gut aus, der hat nämlich auch so eine Hannes-Frisur. Das machen wir jetzt also auf. Bitte schön, füllt uns das halbe in den. Ja. Das meint es gut mit uns. Füllt uns das halbe, ihr seht, das ist halt die beste Farbe der Welt. Das halbe geht jetzt hier in das Glas rein. Schön ein halbes. Was für Schwarzbier trinkt ihr? Ich wollte eigentlich erst Porter nehmen, hatten sie nicht. Und als ich dann im Rewe Porter nehmen wollte für das andere, haben wir ja den Kaiserkönig Ludwig gefunden. Wie heißt der? König Ludwig. Der heißt wirklich Ludwig. Ja, Ludwig. Der hat auch einen anderen Namen gehabt. Auf jeden Fall stellen wir das jetzt hier hin. Statt dem guten Chantre, ne? André mit CH, Chantre. Sean Wick, Chantre. Haben wir diesen billigen Goldbrand. Und da packen wir jetzt einfach, weil das sollen ja eigentlich zwei Stammball rein. Wir haben aber nichts zum Abmessen. Hallo Mama. Packen wir jetzt also einen Schluck Goldbrand in dieses Gefäß. Füllen dann auf mit Cola, wir werden immer gesünder, von Coca-Cola zur Billig-Cola ohne Zucker sind wir jetzt schon mit der Netto-Cola Star-Drink Zero plus koffeinfrei gelandet. Das ist nämlich das, mit dem ihr jetzt eigentlich erstmal auffüllen müsst. So, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nur bis zu dem Ring kommen, Hannes. Das ist wichtig. Alles klar. Man kann ja später immer noch Cola reintun, aber wir müssen ja noch die Ode an die Freude einfüllen. Und deswegen braucht man da erst noch ein bisschen. Das hört sich gut an. Du bist schon groß. Ja. Deswegen darf der Hannes es selber machen. Jetzt ist auch endlich die Sonne wieder da. Wenn ihr dann das halbe Schwarze drin habt, also das Ganze, aber das Ganze ist ja ein halbes, versteht ihr, die haben andere Maßeinheiten und den André auch im Glas drin und die Cola, schon wieder vergessen, ja.
wird dann also mit einem edlen Kirschlikör aufgefüllt. Andere immer sauer, wir halt den, weil da steht nichts von sauer drauf. Damit wird der Schaum oben jetzt rot angefärbt, indem man da einfach mal so ein bisschen drumrum macht. Also wenn ich Schaum hätte, hätte der sich jetzt ein bisschen gefärbt. Beim Hannes gibt es bestimmt das besser. Guckt euch das an. Nichts. Und hier, da ist was Rotes drin. Das sieht gut aus. Das war vorher bei dir besser als bei mir. Also. Und jetzt momentan ist es keine Odelmaß, sondern eine Guasenmaß. Und das, was fehlt, kommt jetzt hier. Ein Glas Hausmacher Rotwurst. Oh, das ist jawohl. Das, weil das nämlich, wie heißt im Original, sagt man eigentlich? Blutwurst. Oder das andere Wort, was ich eigentlich suche? Presssack. Pressack, das, ja. Das hat der Sir Edward auch gesagt. Da macht es auch Presssack, nein. Und ich hab das, ach, wusste ich nicht. Ja. Und deswegen gibt es zum Presssack eben das Pressnack-Bier. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns nämlich überlegt, weil da eigentlich so Rotwurst reinkommt und ich Rotwurst gern mit Senf esse, machen wir auch Senf extra noch mit rein, damit gleich die Rotwurst noch gewürzt ist. Richtig. Für den absoluten Kick. Wir müssen jetzt aber... Da haben wir super Odelmaß. Das auf das Brettchen hier. Das wird jetzt sehr kompliziert. Wir müssen jetzt erstmal Wurst hier rausnehmen. Oh, lecker. Ich will doch gar nicht trinken. Das musst du ja klein machen. Deswegen ja, hast du ja ein Messer. Deswegen Würfel gibt's dann musst du und das hast ja Brotzeit im Bier drinnen. Schneiden. So. Also, das ist doch wunderbar. Schon die Pettstückchen. Oh. Jawoll. Das sieht jetzt erstmal so aus. Sieht halt aus wie der Hund. Ne? Boah. Das ist, müssen wir jetzt noch ein bisschen schneiden. Wunderbar. Willst du mal das kurz so ja halten, dass ach, man da ein bisschen drauf guckt? Ich habe jetzt Angst, das anzufassen, weil das eklig ist. Aber deswegen trinke ich. Du, ich schneide einfach deins, lecker, und du gut schneidest meins, dann können wir uns gegenseitig vergiften. Gute Idee. Super. So. Das heißt, wenn ich dich nicht mag, dann lasse ich dir extra große Stückchen drin. Bitte, ja, ich bitte darum. Da wäre noch fast das Haar in die Suppe gekommen. Das macht nichts, nimm ja mit. So. Ein Blutwurst. Das ist ein Presssack, genau. Ja, ein wunderbarer Presssack. Ich weiß nicht, ob das schon so reicht, aber... Ah ja, hau eine. Filmen wir schön da drauf, dass ja man mal sieht, wie das da jetzt hier reinkommt. Wunderbar. Das schwimmt dann nämlich ganz gemütlich wunderbar durch die Gegend. So. Kann super man ja nach Belieben noch nachwürzen und noch mehr Wurst reingeben. Und da sieht man es dann, wie es dann wunderbar schäumt. Ja, wie eine chemische Reaktion entsteht. Richtig. Haben sie ja gesagt. Jo. Ich kann dir mal hier die andere Hälfte trotzdem aber schon mal rausnehmen. Ja, wunderbar. Und du machst es dann nur noch klein. Ach, tja. Das halbe Messer verdrückt. Was ist das für Messer? Mann, Mann, Mann. So. Jetzt stellen wir es noch mal hin. Der Hannes darf jetzt die Wurst klein machen. Jo. Regler, Mama doch. So lange kann deins schön reagieren. Das ist herrlich, das ist herrlich. Presssack. Ja. Ich habe das Wort noch nie gehört, der Presssack. Ja, Presssack nennt man das bei uns. Da seht ihr schon, der Hannes ist Koch, wie der das Fleisch anfasst, wie der den Presssack greift. Das ist ein Handwerk schlechthin. Nicht da so wie bei mir. Stücke, da hat er nicht so große Stücke drinnen. No. Dann geht das auch mal wunderbar weg. Da kann ich sogar mit dem Trinkröhrchen das Glas leeren, weil genau, das alles richtig dann durchgeht. So oder la. So, Pita, Pita, Fotos mit Pita, guck hier, hör mal. Jetzt entsteht wieder Schaum. Wenn ihr Schaum haben wollt in eurem Bier, dann macht einfach Presssack rein, dann kommt der Schaum von alleine. Genau. Ne, das sind wir, was so stinkt. So, du kannst ja jetzt nicht die gute Wurst einfach als stinkend bezeichnen. Ich würde sagen, aber bevor wir uns das jetzt erleichtern und die leckere Variante mit Senf testen, müssen wir natürlich mal einen kleinen Hieb nehmen, ohne Senf, einfach mal zum Probieren, wie das ausschaut. Kann ich kurz noch was fragen? Ja, was? Bitte. Zersetzt sich das komplett
Kann das sein? Oder nein, das liegt doch an der Cola. Doch, Chemie, die Cola macht doch alles kaputt. Die halten mich dann auch alle für ich denke mal, das ist nee. Das Problem, wenn da Cola drin ist, dass das die Cola doch alles auffrisst. Das ist halt schäumt. Das ist halt die Blut, das ist das Blutwurst halt. Aber das sind trotzdem noch jetzt die Stücke drin. Das ist ja, ja. Nicht so, dass das nee. Zersetzt. Ja, gut. Die Stücke frisst du mit. Das ist doch kein Eis, was auftaut und schmilzt und man dann trinkt. Das ist fettige, ranzige Gammelwurst, Presssack. Ja, aber es gab doch dieses, wenn du ein Stück Fleisch in Cola legst, das ist das auch zu sein. Ja, schon, aber das dauert eine ganze Zeit. Nach 10 Tagen vielleicht oder so. Wie lange soll man jetzt hier sitzen? Kannst du das bitte rausschneiden? Nee, jetzt ist es kaputt alles. So, und jetzt erst einmal einen schönen Happen nehmen. Wunderbar. Ja. Jetzt haben wir Brotzeit und was zum Trinken auch noch, gell? Das hat ja der Edward auch gesagt, ja, der mit den Scheren. Auf den Kini, gell? Prost. Ja. Das ist auch neu. Ja. Irgendwie passt die Rotwurst gar nicht dazu. Alternativ könnt ihr das ja auch mit Leberwurst, ach mit Leberkäse machen. Mit Leberkäse machen, genau. Leberkäse. Wer keinen Pressack mag, der kann auch Leberkäse machen. Genau. Weil mir das jetzt nicht so schmeckt, würde ich sagen, mach mal trotzdem mal einen Löffel Senf dran. Ja, aber klar doch. Hau mal rein. Weil die Wurst ist, da fehlt was. Die ist ungewürzt, ungesüßt, ungekraus. Ja. So. Deswegen machen wir es ganz speziell. Nehmen mal hier einen dicken Löffel Senf. Genau, hau für rein, den ja. Hannes. So. Nur warte, ich muss hier mal rummachen. Jetzt genau. Jetzt bei dir noch den Senf reinmachen, dann umgerührt. Ja, das wäre schlauer gewesen, aber wir sind ja nicht schlau. Wir sind die Odelmaus-Trinker und deswegen. Es geht ganz einfach, das geht nämlich ins Gebüsch. Und den Senf, den esse ich eh alleine, deswegen kann man jetzt hier noch das Senfmoos mit rein und dann ist wieder gut. Jetzt machen wir wunderbar. Das mal so. Das sind die Spezialausführungen von der Rodelmaß. Die Rodel? Ja, die Rodelmaß, gell? Alright. Wer möchte, kann auch Senf mit Rotwurst dann essen. Oder mit Presssack, je nachdem, welche Variante ihr bevorzugt zu reden. Das sind noch ein bisschen. Mit Schäumt. Cola? Ich ja. nicht. Cola ist ungesund, habe ich gehört. Da tue ich keine Cola mehr rein. Nö. Ach, brauchst du noch mal Säure, dass der restliche Presssack sich noch auflöst? Nein, die auflösen tut er sich auf keinen Fall. So schnell zumindest nicht. So schnell nicht? Na. So. Riecht? Riecht wie vorher. Ja. Also, sind wir mal gespannt. Auf die Odelmaus. Warte mal kurz. Seht ihr das? Da sind die Brocken drin. Ne? Das haut rein, ja. Dann Prost, Hannes. Prost. Stellen wir es wieder ab und trinken jetzt noch mal einen Presssack. Ja. Da hast du Brotzeit und was zum Trinken gleich beieinander. Hey, wunderbar. Der muss immer alles beschönigen hier und schön reden, also. Ich sag's so, wie es ist, schmeckt überhaupt nicht. Richtig gammelige Konsistenz. Es stört total, auch dass es dann so richtig schaumig daherkommt, wenn du gerade kauen willst. Also es ist an sich jetzt nicht eklig. Ich würde nicht sagen, dass es eklig ist und man kann es nicht trinken. Ich finde, es lässt sich einfach mega schlecht trinken und es ist total störend. Also so als Gag, okay. Aber würde ich mir jetzt nicht freiwillig jeden Tag machen. Dann lieber wieder die Schneemaß, denn die ist immer noch die unangefochtene Nummer 1. So. Ja. Weil du hier schon wieder einen auf Powerman 5000 machst, muss ich jetzt auch nochmal einen Schluck nehmen. Obwohl ich immer zu Angst habe, dass ich an die komischen Bröckle verstick. Du kannst ja schon mal aufzählen, was du noch für schöne Maßgetränke hast, die du noch testen machen möchtest. Isermaß machen wir auf jeden Fall noch. Was ist das? Das ist der Blue Koale Sau, oder wie das Zeug da heißt. Dann Apfelsaft und Orangensaft rein und Hefeweizen rein. Das klingt lecker, das möchte ich auch. Das ist Isamos, nennt man das. Das kann man machen. Das trinke ich auch noch. Isamos. Und dann noch ein Löffel Leberwurst. Ja. In der So. Je mehr von dem Presssack ausgeht, desto besser kann man es dann auch trinken. Vom Rest ist auf jeden Fall dann
Ich weiß nicht, eigentlich müsste der Rest ja genauso schmecken wie das Gorsenmoos, was wir heute getrunken haben. Gorsenmoos. Aber irgendwie schmeckt es trotzdem anders, weil du merkst deutlich den Unterschied, ob du jetzt hier einen teuren André nimmst oder einfach nur einen billigen Goldbrand von, weiß gar nicht, wovon das ist. Der hat vor allem hat er auch nur 30%, der andere hat ja 36% oder so. Ja. Die Cola hat auch einen anderen Geschmack, das Bier hat auch einen anderen Geschmack. Also es kommt wirklich drauf an, was ihr für Zutaten nehmt. Was ist euer Lieblingsschwarzbier? Schreibt trotzdem mal rein, damit ich beim nächsten Mal weiß, was gut ist. Und was kennt ihr für Maßgetränke noch? Kultige Maßgetränke, die man probieren kann. Isa Wasser haben wir da gerade gehört, das Korea-Maß, ja. Hat er auch schon mal genannt. Da wollen wir uns auch nochmal durchtesten. Irgendwann bei Gelegenheit, wenn ihr noch was kennt, schreibt es rein. Ansonsten war es das von unserer Seite aus. Habt ihr schon mal das Odelmaß probiert? Schreibt es rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Pfirz euch. Wie Pfirze für euch. Pfirz euch. Was ist ein Pfirze schon wieder? Ja, Pfirz euch heißt Servus. Pfirte, Servus. Baba. Ich dachte, Servus heißt grüß dich, ne? Ja. Also hallo, also die sagen für alles immer das Gleiche. Servus? Ja, so wie in Hamburg, moin, für alles gesagt wird, wird bei uns Servus gesagt. Ich sage jetzt auch immer Tschüss, wenn ich irgendwo reinkomme. Tschüss! Hä? Genau. Und dann hallo, und dann gehe ich wieder raus. So sieht aus, Prost so, nochmal auf die Omas. Das war's aber jetzt, so. Du schneidest aber trotzdem das raus, was ich gefragt habe. Die halten mich sonst alle für dumm. Das sind nur ganz normale Fragen. Das sind ganz normale Fragen.